Willkommen zu Mass Effect. Ja, ich weiß jetzt auch gar nicht, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Wir haben das letzte Mal mit unseren Begleitern noch gesprochen. Quasi einmal rundum. Und ich habe natürlich missgebaut, weil ich gesagt habe, ich habe mit Liara keine Beziehung. Stimmt so nicht ganz. Also wir arbeiten eigentlich dran, aber... wir haben Kaidan Alenko, glaube ich, ein bisschen falsch was erzählt. Ist aber nicht allzu schlimm. Wir werden heute ein bisschen Hauptquest machen. Der Stream, der ist gestern übrigens ausgefallen, weil ich Probleme hatte mit meinem Arm. Die habe ich immer noch. Deswegen, ich weiß nicht, wie lange wir heute streamen werden. Es kommt darauf an, wie lange mein Arm mitmacht. Und je nachdem, wie lange er mitmacht, können wir dann auch spielen. Das heißt, ich sage jetzt mal, Stream ist jetzt heute Open End. Das heißt, wenn ich merke, nach einer Stunde, nach zwei Stunden merke, dass ich den Arm nicht mehr bewegen kann oder dass der Arm anfängt zu schmerzen, werde ich den Stream wieder ausmachen. Ja, also das nur mal vorweg. Ja, lass mich mal kurz gucken. Was sagt denn unser Tagebuch? Noveria müssen wir noch machen. Geht Aktivität. Armstrong-Cluster. Problem untersuchen. Wisst ihr was? Wir machen heute Hauptquest. Wir werden heute noch die eine Hauptquest machen. Ich weiß nicht, wie lange wir dafür brauchen. Welche ist das? Das ist Noveria. Die werden wir jetzt auf jeden Fall noch machen. Und dann werden wir gucken. Wir kriegen gerade eine Übertragung von der Zitadelle rein. Höchste Dringlichkeitsstufe. Ist sie vom Botschafter? Das ist nicht seine Signatur. Ich denke, sie kommt vom Rat. Ich übertrage sie an den Kommunikationsraum. Nee. Schauen wir mal, was die wollen. Commander Shepard, wir haben Informationen, die für die Mission gegen Saren von größter Bedeutung sein könnten. Was für Informationen? Wir haben eine Notmeldung von einer unserer Infiltrationseinheiten in der Traverse bekommen. Sie meinen Spione? Spectres lenken viel Aufmerksamkeit auf sich, Commander. Aber sie sind nur ein Teil unserer Abwehrmechanismen. Oft sind die Sondereinheiten die bessere Option bei der Beurteilung von besonderen Situationen. Zurzeit haben wir mehrere Infiltrationseinheiten an den Grenzbereichen des Citadel-Sektors eingesetzt. Diese erwähnte Einheit sollte Informationen über Saren liefern. Welche Informationen? Leider war die Übertragung nicht besonders deutlich. Das Infiltrationsteam muss in einer Situation gewesen sein, die es nicht erlaubt hat, ordnungsgemäße interstellare Kommunikationsmittel zu nutzen. Aber die Nachricht wurde auf einem Kanal gesendet, der für besonders wichtige Missionsinformationen reserviert war. Was immer sie uns mitteilen wollten, es muss etwas Wichtiges gewesen sein. Sie sind auf der Suche nach Saren. Vielleicht wollen sie diese Sache näher untersuchen. Finden Sie heraus, was mit unserem Team geschehen ist. Das Signal kam vom Planeten Würmeier. Ich kümmere mich darum. Der Rat mischt sich im Allgemeinen nicht in die Aktivitäten des Spectres ein. Wir wollten Ihnen nur alle Optionen zukommen lassen. Dazu zählt auch Würmeier. Viel Glück, Commander Shepard. Wir werden Sie wissen lassen, wenn wir Neuigkeiten haben. Ja, schauen wir mal. Dann Planänderung auf nach Würmeier. Das machen wir jetzt als erstes. Das hat jetzt erstmal Priorität. Ich weiß nämlich nicht, wohl eigentlich müsste ich jetzt die Nebenquests machen, weil ich jetzt gar nicht weiß, ob ich die anderen Quests nämlich noch mitmachen kann. Wir mal ja da hinten. Habe ich hier nur den einen? Ich habe hier nur den einen. Okay. So, schauen wir uns doch erstmal um hier. Da ist Würmeier. Ich hab so eine Ahnung. Ah, okay, die ist das. Ja, nee, die machen wir noch nicht.
Die mache ich noch nicht. Die muss ich später machen. Denn das ist eine andere Mission. So. Ich muss nur noch kurz. Es lädt da gerade, ist aber nicht schlimm. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Komm, weißt du was? Wir ziehen mal mit den Nebenquests durch. Komm, was soll der Kram? Ein Wettlauf gegen die Zeit. Genau. Wiermaier mache ich aber noch nicht. Wiermaier mache ich erst nach Noveria. Da mache ich Wiermaier. So, die Gate-Aktivitäten. Armstrong-Nebelcluster. Suchen wir erstmal danach. Armstrong-Nebelcluster. Wir gehen hier nochmal zurück. Da gehen wir auch nochmal zurück. Armstrong. Eine Nachricht von den hohen Tieren auf Arcturus. Ich stelle sie durch. Normandy, hier spricht Admiral Hackett. Wir wurden gewarnt, dass es im skyllianischen Randsektor verstärkt zu Gate-Aktivitäten kommt. Überwachungsdrohnen haben Gate-Außenposten auf 4 verschiedenen Planeten im Armstrong-Cluster entdeckt. Wir brauchen jemanden, der sie ausschaltet. Wissen wir denn, was sie wollen? Das ist schwer zu sagen. Sie könnten einfach nur Informationen über uns sammeln oder sie machen sich bereit, um Kolonien der Menschen zu attackieren. Es könnte die erste Welle einer Invasion sein. Hoffentlich nicht. Wir brauchen jemanden, der dem nachgeht, Shepard. Saren zu finden bleibt ihre oberste Priorität, aber sie haben bereits gegen die Geth gekämpft. Sie sind die logische Wahl, um diese Außenposten auszuschalten. Wir übermitteln die Positionen aller bekannten Geth-Außenposten im Armstrong-Cluster jetzt an die Normandy. Admiral Hackett, Ende. Okay, wir müssen mal gucken. Was habe ich gesagt? In welchem Cluster ist das? Wir gehen einfach mal alle durch. Ich weiß jetzt natürlich nicht genau, welche von denen das ist. Erkunden, was haben wir denn hier? Leichtmetallvorkommen, okay. Das ist nicht ganz interessant. Wir haben es gefunden. Wir nehmen den mal mit. Wir nehmen Liara mit und Garrus nehmen wir mal mit. So, was sagt denn meine Karte? Ist das die Mission, die ich denke? Es könnte nämlich sein, dass es die ist, die ich denke. Ich will es aber jetzt nicht verraten, weil ich sonst spoilern würde. Die Frage, ob ich da jetzt so hoch komme. Ja, komm schon. Ihr Licht. fast daneben gesprungen. Ich muss nämlich da vorne rüber. So ist man hat hier keine richtigen Wege. Komme ich da nicht hoch, ne? Ne, komm ich rüber. Ne, komm mir aber jetzt auch hier nicht weg, komischerweise. Ob ich irgendwie einen anderen Weg da hoch bekomme. Na komm, 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 komm. Ja, das passt. Jetzt noch ein Stück. Da sind wir oben. Umgruppieren. So, was haben wir denn hier? Sender untersuchen. Artefakt. Ich kann sagen, wo komme ich denn nicht durch? ID-Tag gefunden. Okay, dann ist das auch schon erledigt. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ja, das ist der Gate-Außenposten. Was habe ich hier noch? Trümmer und noch Fragezeichen. Und die Frage, wie kommen wir jetzt dahin?
Wir gehen mal geradeaus rüber. Ich glaube aber nicht, dass das so richtig ist. Ach, ich sehe gerade, ich gehe gerade in die falsche Richtung. Ich versuche jetzt erstmal hier wegzukommen. Ich glaube, das ist erstmal das Sinnvollste, was wir jetzt erstmal machen können hier. Wir versuchen auf normalen Weg wieder hier zu kommen, dass wir überhaupt hier wegkommen. Geradeaus rüber zu kommen. Weil er lässt sich halt so bescheiden lenken. Der Nomad, deswegen ist das immer so eine Sache für sich, mit dem zu fahren. Und zwar, weißt du, ich war überlegt gerade, gab es im zweiten Teil überhaupt einen Nomad? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ob es da einen gab. Wir fahren richtig. Blockiert, das heißt, irgendjemand erwartet uns quasi schon. Ja, wir sind richtig. So doof, dass die Karte unten blockiert ist, sonst könnte man es wenigstens nicht besser sehen. Alter! Ah, verdammt, mein Ding ist jetzt überladen hier. So, ich speichere mal eben. Ganz schnell wieder rein. Mit normalen Angriffen kann ich den nicht dann hier anhaben. Nur mit den Raketen. Die Quest kenne ich jetzt auch nicht, muss ich sagen. Obwohl ich es eigentlich schon mal auf so weit gespielt habe, dass ich eigentlich alles mitgenommen habe. Kann aber auch gut sein, dass ich was vergessen habe mitzunehmen. Ne, damit mache ich mal 0 Damage. Ich hatte jetzt eigentlich gerade gedacht, man könnte da reingehen, hier in diese Dinger. Aber Fehlanzeige. Da kann ich da doch rein. Er hat uns doch ganz schön erwischt hier. Ich habe mich mal eben. Alle wieder zusammengeflickt. Ja, aber so wie es aussieht, kann ich da nirgendwo rein. War es das jetzt schon? Ein Signal. Okay, dann gucken wir noch das Signal nochmal nach. Ich habe hier oben auch noch irgendwas. Wäre fast schief gegangen. Aber auch nur fast. Ja, unser Nomad fällt mal eben drunter. Ah, die Steuerung, die ist ein bisschen komisch. So, was können wir hier denn holen? Suche nach Mineralien. Stark gefunden. Aber da kann ich nichts machen.
Jetzt müssen wir noch die anderen beiden Sachen finden und dann haben wir hier die Ecke schon fertig. Na komm schon. Ach, das ist doch doof. Da die Steuerung, das ist so. So, wir müssen nach links rum. Da vorne haben wir nämlich auch noch was, aber ich würde sagen, wir fahren hier über den Berg. Auch da ankommen. Ja, nicht umfallen, nicht umfallen. Ich müsste von der anderen Seite rein. Gold mit vorkommen. Ich wollte gerade was anderes sagen, aber okay. So, dann haben wir das auch. Hier sind wir. Das heißt, da drüben ist noch was. Na, fall ruhig um. Fall um. So, in die andere Richtung, sehr schön. So, wir sind falsch. Das ist schlecht. Da wollte ich eigentlich hin. Boah, wir haben doch hier irgendwo noch einen Ausgang. Muss ich mal über die Berge kreuzen, Berg fahren. Obwohl, ich könnte von da vorne könnte ich fahren. Dann käme ich sogar auf das Fragezeichen eigentlich hin. Und dann haben wir auf der linken Seite noch was, sehe ich gerade. Auf der rechten Seite, nicht linke Seite, rechte Seite. Obwohl ich gerade überlegen bin, fahre ich erst dahin und fahre dann da runter. Oh, ich sehe, da sind noch ein paar rote Punkte auf der Karte. Oh, da oben. Was haben die denn bitte für eine Reichweite? War auch gut zu wissen, wenn die Rakete wieder einsatzbereit ist. Jetzt alle Außenposten hier sind, so wie es aussieht. Oh. Natürlich gucken, dass ich mich nicht so sehr treffen lasse. Nicht umfallen. Gar eine schlechte Idee, wenn du umfällst.
müssen wir warten, bis die Waffe so ein bisschen abgekühlt ist. Okay, das ist erledigt. Ich speichere aber nochmal vorher nicht, dass mir gleich wieder so ein Schiff in die Arme fliegt und uns dann killt. Verstanden. Geht Kommunikation ausschalten. Das ist nämlich auch erledigt, weil daran kann ich mich zum Beispiel nicht erinnern. Okay. Ach, das ist sogar da, wo wir eigentlich hin wollten, sehe ich gerade. Gut, dann haben wir ja nur die Trümmer. Dann haben wir ja alles. Kann nicht runterfallen. Abgestützte Sonde. Können wir da schon was machen? Können wir sogar. Ah, das war knapp. Wir nehmen alles mit. So, lass mal kurz gucken, was haben wir jetzt sonst noch an Aufträge? Außenposten vernichten. Okay. Hong sind wir, glaube ich, aktuell, ne? Ich habe einen Screenshot davon. Ach, das seht ihr? Okay. Damit ich weiß, welche das sind. So, zurück zu Normandy. Ne, wir sind auf Caspian, sind wir gerade. Geh mal kurz auf den Desktop und guck mal eben nochmal einen Screenshot. Und hol mir den mal eben drüber, damit ich mir den mal eben nebenbei aufmachen kann. Wenn er mich lassen würde, tut er aber gerade nicht. Okay, Caspian haben wir fertig. Nur mal eben den Rest. Und ein paar andere Sachen, die wir gefunden haben. Muss man nicht unbedingt machen, aber ich habe mir jetzt gedacht, ich nehme es einfach mal mit, wenn wir gerade eh hier sind. Und dann haben wir, glaube ich, schon gemacht, ne? Das andere war Hong. Hong haben wir fertig. Das heißt, die müssen ja alle auf diesem Planeten sein eigentlich, ne? Das Spiel wurde gespeichert, okay. Verrannte Außenposten, Anomalie und Trümmer. Das heißt, wir müssen einmal in die Richtung. Müssen wir in die Richtung. In die Richtung ist auch noch was. Die Frage ist, ist es jetzt auf dem Berg? Worauf darf ich jetzt tippen, ne? Dass es auf dem Berg ist. Ist hier ja nicht angezeigt. Komm jetzt da hoch.
Da oben ist es. Das heißt, wir müssen irgendwo hierher, wenn ich hier durchkomme. Das ist dann noch schlimmer als jede Straße hier, ey. Ach, guck mal, da ist, glaube ich, ein Weg, wo man hochgehen kann. Und wir versuchen hier kurz und quer durch die Gegend zu fahren. Okay, können wir was sogar betreten. Ich hoffe, er speichert dann gleich automatisch. Brauche ich selber nicht speichern. Ne, nimm mal die... Nein, nicht die Pistole, das Scharfschützengewehr, genau. Hier scheint es aber sogar durch zu sein. Da sehe ich gerade Feinde auf der Karte. Speichern mal vorher. So, speichern. Ich weiß nämlich nicht, was das für Gegner sind. Natürlich die ich so nicht leiden kann. Alter! Hast du diese Viecher? Man sollte auch treffen, ne? Ich glaube, das von alle hasst. Die mag ich sowieso so nicht. Also auf Wahnsinn haben sie mich damals direkt, wenn ich einmal angetitscht haben, warst du tot. Bleib mal beim Sturmgewehr erstmal. Ja, ganz schön eine Reichweite. Eine ganz schöne Reichweite, meine Güte. Ah, ich will eigentlich wieder das Scharfschützengewehr. Da drüben sind ja noch mehr. Ne, sind sie auf der anderen. Ne, die sind jetzt da runter, okay. Aber der hat sich gerade verbuggt oder sind irgendwelche nachgespawnt. Das kann natürlich auch sein. Junge, geh doch mal weg hier von mir! Fuck, ist doch nicht. Die einfach nicht drauf schießen. Da gibt's doch nicht. Ja, ist schon wieder blockiert. Ich will eigentlich wieder aufs Scharfschützengewehr.
Weil wenn du mal vernünftig triffst mit der Waffe, machst du auch genug Damage. Ziel nicht. Dann ziel doch mal, Rexy. Entsichert und geladen. Und unten bleiben. Waren das jetzt alle? Ich glaube auch nicht, dass es alle waren. Ashley steht dann noch. Hast du Scharfschützen? So, jetzt waren es aber alle. Ich hoffe, das hilft zu unserer Mission. Ich muss gleich mal gucken, ob wir noch andere Waffen haben. So, wir überbrücken das Ganze mal. Das ist doch einfach hier. Das ist doch schön, wenn du einfach nur runterklicken brauchst. So, was haben wir hier? Sturmgewehr. 330 ausrüsten, ja. Schrotflinte brauchen wir nicht. Pistole könnten wir auch ausrüsten. Obwohl, Pistole brauche ich nicht so häufig. Scharfschützengewehr wäre wesentlich besser. Was haben wir denn sonst noch so? Sonst haben wir hier nichts Rüstung. Schilde hätte ich 170. Oder das hier. Da hätte ich 24, 133. Wäre sogar noch besser. Da hätte ich sogar 228 an Schilde. Dann rüsten wir das mal aus. Ja, möchten wir. Wie sind wir denn? Okay, ist kein Unterschied im Gegensatz zu vorher. So, Ednard. Was brauchst du denn hier für eine Waffe? Normalerweise müsstest du doch mit Schrotflinten rumlaufen. Ich weiß nämlich nicht, ob das mit dem Kühlkörper auch für die zählt. Da ist auch nochmal eine andere Waffe. Okay, dann gehen wir hier wieder raus. Ich kann mal kurz gucken im Squad. Nein. Achso, mal doch Squad. Warte mal, wir haben Level Up, ne? Ja, machen wir hier automatisch. Oh, wir haben Williams und Rex gar nicht geskillt. Okay. Wettlauf gegen die Zeit. Die Röhre finden. Ja, das ist klar. Nach Wirmeier. Nein, noch nicht eben nach Wirmeier. Weil ich ja weiß, was in Wirmeier passiert. Das heißt, wir haben jetzt Hong. Das heißt, Terris müssen wir noch und Garni. Ich weiß das nicht. Ich meine, wir müssen jetzt auf Wamshi sein. Oder wie kann man das aussprechen? Ich weiß auch nicht, wer auf solche Namen kommt immer. Wir gucken gleich mal, wo wir jetzt aktuell sind. Oh, ganz schlechte Idee. Ich komme gerade nicht weg. Okay, das heißt, den haben wir auch abgeschlossen. Haben wir soweit alles geholt? Nein, wir haben noch eine Anomalie. Aber wären mir jetzt erstmal egal. Wir können die Anomalie noch holen. Okay, das heißt, zwei haben wir fertig. Ich versuche alle vier zu machen. Dann könnten wir das als eine Folge machen. Ich muss erstmal hier wegkommen. Würde ich das nämlich nachher als eine Folge machen für YouTube nachher. So, wir müssen jetzt eigentlich nur geradeaus. Das heißt, einmal hier runter. Ich hoffe, ihr seid schwindelfrei. Ich habe schon gesehen, da dreht sich mit der Magen so ein bisschen. Das ist Fragezeichen. Schau mal, wie schön ist das Video heute? Das gibt's gar nicht. Hätte ich mir im Wetter liegen oder an den Tabletten? Ich glaube, er ist nicht an den Tabletten bei mir. Kiste. Was haben wir denn hier drin? Okay, ist das auch erledigt. Dann wieder zurück zur Normandy. Ja.
So, das heißt, wir haben jetzt aktuell Ray. Okay, was haben wir hier sonst noch? Da haben wir nichts zu erkunden. Ich gucke nur eben durch, ob wir da noch was haben. Oder vergessen haben. Die haben wir schon gemacht, ne? Die sollten wir nicht alle haben. Da haben wir nämlich noch einen. Gut, gehen wir nochmal zurück. Also Garni haben wir. Wir haben Pong, das heißt Wamshi fehlt noch und Teres. Den machen wir jetzt als nächstes. Weiß ich, wie man die Namen richtig ausspricht, deswegen zeige ich es einfach mal so. So, was haben wir hier? Direkt herauszoomen. Da landen wir gleich. Wir erkunden jetzt erstmal alles. Das sieht aber alles soweit ganz okay aus. So, wo ist er denn hier? Welcher war das? Antibar? Der war das. So, wir nehmen den mal mit. Komm, wir nehmen Kai dann noch mit. So, wo ist die Gate-Basis? Hier sind wir. Anomalie. Gehen wir erst nach links rüber. Wir haben direkt zwei Fragezeichen. Das ist schon gar nicht so schlecht. Wobei, ich habe die Befürchtung, dass hier ein Wirkschlund... was habe ich gesagt? Dreschlund auftaucht. Hier. Würgeschlund wollte ich schon sagen. Heißt aber Dreschlund. Wir machen kein Damage. Wenn ihr uns erwischt, sind wir tot. Aber die Runde geht an uns diesmal. Nervige Viecher übrigens. So, wen kann ich hier untersuchen? Können wir untersuchen. Okay, die wurden von dem Dreschen und unter Beschuss genommen. Soll mir recht sein, ist nicht unser Problem. Ich habe hier noch ein Fragezeichen. Anomalie habe ich hier noch. Okay, ich kann hier irgendwas machen. Ah, eine Ruine können wir bergen. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie... Daher kriegen wir das ganze Geld. Ob uns das nachher irgendwelche Vorteile bringt oder nicht, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. So, wir müssen jetzt einmal in die Richtung ungefähr.
Alles gut. Ich muss mal so grob gucken, in welche Richtung ich muss. Ja, deswegen habe ich ja die Karte immer offen. Weil auch mit der kleinen Minikarte hier komme ich nicht weit. Eine abgestürzte Sonde. Mal gucken, ob wir die öffnen können. Aber irgendwas blockiert uns hier gerade. Den einen habe ich nicht gesehen. Den einen habe ich nicht gesehen gerade. Das heißt, hier in der Nähe müsste auch das andere sein. Na, ich bin zu doof, mit diesen Dingen zu fahren. Na komm schon. Fahr da hoch. Okay, wo soll das jetzt hier genau sein? Links rum. Da vorne sehe ich was. Ich will nochmal speichern. Wir haben schon wieder ein Level up oder so. Oder habe ich bei den... Ach ne, ich habe ja ein neues Squad jetzt dabei. Deswegen blinkt das Ganze ja auch. Die kriegen ja auch EP. Von der Höhe doch nicht so gut dran, wie ich es eigentlich erhofft hatte. Ah, das ist doof. Ja. Und dann mich nicht so schön dran, wie ich es eigentlich haben wollte. Dankeschön, Dogo! Dankeschön! Lörgst du denn schon die ganze Zeit hier rein oder ist das jemand anders, den ich nicht kenne? Oder vielleicht doch kenne? Aber ich glaube, das müssen wir noch so ein bisschen anpassen mit dem, mit der Größe und sowas, ne? Bis gerade erst dann, okay. Von den Sachen, auch mit den, wenn jemand folgt, dann gibt es jetzt auch ein anderes Bild. Aber ich muss das alles noch anpassen. Ja, machen wir. Wir werden uns mal einen Tag zusammensetzen in Ruhe und dann werden wir das ganz mal in Ruhe dann mal überlegen und gucken. Denn ich brauche. Je schneller wir den beseitigen, desto eher ist dieser Cluster wieder sicher. Denn wir brauchen auch noch welche für eigene Emojis, denn ich habe jetzt welche gestellt gekriegt, quasi. Die ich jetzt aktuell drin habe. Das sind nicht meine eigenen. Die habe ich irgendwie gestellt gekriegt. Aber dankeschön, Togo. Vielen Dank. Hast du dir dann Nummer 1 wieder? Wie geht's denn sonst so als nicht mehr Bauernstreamer? Ja, ich hab, ich sag mal so, die Tabletten hauen ganz schön rein für den Arm, ne? Also die hauen mich echt aus den Latschen. Ja, du kriegst auch dann Skarbauki wieder. Die hauen echt ordentlich rein, die Tabletten, muss ich sagen. Aber zweite Folge Final Fantasy 7 ist übrigens online, ne?
Nein, 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 ich will erst in dem Armstrong-Cluster bleiben. Da kannst du dir mal angucken, wie schlecht ich kämpfe. Die dritte Folge kommt morgen. Wenn ich es schaffe, die heute noch hochzuladen. Aber ich weiß nicht, ob ich es morgen zeitlich schaffe, dann so eine Folge aufzunehmen, weil ich kann halt nur was machen. Solange ich die Tabletten nehme, dann geht das. Dann geht es mir eigentlich so weit gut, aber man fühlt sich so total platt einfach. Na, deswegen fühle ich mich so gut. So, wir nehmen wieder mal mit. Wir nehmen mal Tali mit. Und wir nehmen. Die ist blau. Was haben wir denn? Wir haben. Das Gott-Tech-Stärke. Nehmen wir Liara mit. Ja, ist auch erst nachher rausgekommen. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, ja, könntest du ja eigentlich planen, so für in 2-3 Wochen. Aber dann habe ich gedacht, nee, komm, jetzt hast du die erste Folge rausgehauen. Kannst ja jetzt nicht warten, so 2-3 Wochen, bis die nächste kommt. Nachher ist das Interesse nicht mehr da, deswegen direkt hinterhergehauen. Aber das hat jetzt auch keine festen Uploadzeiten. Sobald ich jetzt eine Folge fertig habe, rendere ich das, lade ich das hoch. Ich habe heute auch den anderen Teil von 1997 gemacht, um mal diesen Vergleich einfach zu zeigen. Der kommt dann demnächst auch nochmal auf YouTube. Aber es ist schon viel Unterschied, ne? Also ich habe jetzt heute auch das erste Mal nach langem wieder den Mr. 97er Teil angezockt. Also ich habe in der halben Stunde das erreicht, was wir jetzt in zwei Stunden jetzt erreicht haben in anderen Final Fantasy Teil. Und ich werde jetzt auch erstmal im Stream, werden wir jetzt erstmal nur Mass Effect, Skyrim, Fallout 4, den Koop-Modus machen, ETS und ATS. Nadja sagte, wir machen das mit Stardew Valley, wir nehmen das so auf, wenn wir die Zeit haben. Sonst, wenn wir immer einplanen, dann hast du die Zeit halt nicht und dann will jemand den Stream gucken und dann kommt das Projekt nicht, ist dann auch ziemlich doof. So haben wir jetzt erstmal 3 Projekte oder 4 Projekte quasi im Stream und das sollte auch erstmal reichen. Na, man kann ja immer noch nachher neue Projekte mit reinnehmen. So. Aber ich muss sagen, wir kommen aber relativ gut voran in Final Fantasy. Soweit kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber ja, ich habe ja da noch nicht viel gemacht. Ich habe heute noch mal eine knappe Stunde aufgenommen. Da muss ich aber wieder aufnehmen, weil der Arm weh tat. Aber ich will es jetzt natürlich auch nicht übertreiben. weil ich will am Montag wieder arbeiten gehen. Also das heißt wollen, also ich muss. Und tschüss. Echt jetzt? Das hat funktioniert? Basis der Gate-Aktivitäten in dieser Gegend ist. Augenblick! Wir empfangen eine Art Übertragung. Angesichts der Signalstärke würde ich sagen, dass sie aus diesem Sternencluster kommt. Das muss eine Nachricht von der primären Gate-Basis sein. Wir können ihre Position mit Hilfe des Signals orten und sie dann ausschalten. Ja, aber niemand von uns ist ausgestiegen, also. Deswegen verstehe ich gerade nicht, warum die alle draußen sind. Wahrscheinlich so gewollt gerade. So, was haben wir hier noch? Anomalie und Trümmer. Dann holen wir uns die auch noch, weil ich speichere nochmal. Ich muss später nochmal gucken. Aber automatisch. Level haben wir denn jetzt aktuell? Stufe 20 sind wir schon.
Okay, das geht aber relativ fix, ne? Das muss ich aber sagen. Das geht relativ schnell. Stufe 30. Okay. Geht-Überfälle machen wir aktuell. Geht-Bunker vernichten. Grimmsom-System. Okay, müssen wir nochmal gucken. Wir holen eben noch die anderen Sachen hier und dann machen wir da weiter. Ah, du streamst heute nicht, ne? Morgen erst wieder, hattest du gesagt, ne? Ja, okay. Ich weiß auch nicht, wie lange ich heute mache. Also ich muss mal gucken, wie lange der Arm mitmacht. Deswegen, ich denke mal spätestens, also so bis 8 Uhr, denke ich mal, machen wir bestimmt. Vielleicht auch bis 9. Aber dann würde ich auch wieder aufhören, weil ich muss nämlich dann auch noch schneiden. Ich will mich so viel momentan wie möglich fertig machen. Da komme ich jetzt nicht dran hier. Ist das der falsche Punkt? Den haben wir gemacht. Ach nee, warte mal. Ich bin hier gar nicht richtig, glaube ich. Der müsste da oben sein. Also für Mass Effect, denke ich mal, werden wir, je nachdem wie lange wir morgen machen, ich denke mal noch 2-3 Wochen haben, dann müssten wir mit dem Teil eigentlich auch durch sein. Wenn wir morgen schaffen, die Hauptquest zu machen, vielleicht kriegen wir heute noch ein bisschen was hin. Also ich denke mal 2-3 Wochen haben wir auf jeden Fall noch. Mal gucken, welche Richtung zeigt jetzt unser Fahrzeug? Kann ich nicht sehen. Doch, warte mal, in die Richtung. Das heißt, wir müssen aber in die andere Richtung. Ich habe das heute Morgen auch nur durch Zufall mitbekommen. Mein Handy hat vibriert. Und es war heute Morgen um 7:30 übrigens. Ich guck dann so drauf. Die so, hey, hast du einen Twitch jetzt von mir? Und ich gucke ja mal bei einem relativ viel WoW. Wenn ich selber nicht am Stream bin oder nichts am Machen bin. Und da waren viele Hardgäste dabei, die haben da halt wieder Subs verschenkt und so. Ich dachte, ich hätte jetzt da wieder einen Sub geschenkt bekommen von jemandem. Und hab dann da drauf geguckt und hab dann gesehen, dass das dann mit den Affiliate freigeschaltet ist. Obwohl ich mich schon vorher gewundert hatte, weil ich habe nämlich auch den Erfolg bekommen, dass du halt 3 Zuschauer als Durchschnitt hast. Obwohl das auch sehr komisch gerechnet wird mit den Zuschauern, muss ich sagen. Und mir dann nur gedacht, vor ein paar Tagen, ja okay, dann müssen wir halt weiter streamen und irgendwann werden wir schon erreichen, weil es sind ja doch immer wieder viele Leute da, die sich den Stream anschauen, wenn der funktioniert. Also heute geht's eigentlich. Und dann heute Morgen hatte ich das dann gesehen und habe mir gedacht, oh geil. Super. Schön. Hat nicht mal ein Jahr gedauert und haben schon freigeschaltet. Ja, und deswegen ist das schon mal schön, dass wir schon mal einen kleinen Erfolg haben. Ja, deswegen kann man ja auch nicht meckern. So, wir laufen mal hier rüber. Komisches Vieh. Ja, das ist auch, das hat mich total gefreut. Weil es ist auch so ein bisschen, wo man sich denkt, dass die harte Arbeit, der tägliche Stream sich dann auch auszahlt. Und ich sag mal so, wir haben viele, viele neue Leute kennengelernt, die auch, ich sag mal, regelmäßig in Anführungszeiten da sind, je nachdem welches Spiel wir natürlich spielen. Ich sag ja, bei der Qualität hier ist das schon viel, wenn dann wirklich Leute zugucken, ne? Und auch länger zugucken. Deswegen Hut ab dafür. Ja, ich denke schon. Also wie gesagt, ich habe Werbung für dich gemacht auf der Arbeit. Es sind auch ein oder zwei Leute, die sich das auch anschauen wollten. Ich weiß aber noch nicht, ob die gefolgt sind oder ob die dich nur auf YouTube abonniert haben, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Versuche mal viel Werbung zu machen. Mehr als Werbung machen kann ich ja im Endeffekt ja auch nicht, ne? Also jetzt habe ich gar nicht geguckt, in welchem Cluster das war. Mal kurz zurück. Tagebuch. Aufträge. Grimso-System. Nebelcluster. Müssen wir mal gucken. Und der Rest liegt dann an dir eigentlich, ne? Ich weiß ja nicht, wie weit deine Statistik da ist.
Grimstrom. War der das? Nein, ne? Und da war im Armstrong-Nebelcluster. Weil da habe ich ja keinen Einfluss drauf dann. Ja, ja, mach du erstmal. Jetzt habe ich mir das auch nicht aufgeschrieben, welcher das war, ne? Mal kurz gucken. So, der ist jetzt Grimstrom-System. So, im... Ja, aber wo genau hier? Wir sind im Grimstrom-System. Ach, das haben wir noch nicht erkundet. Ah, okay. Alles gut, klar, dann haben wir das auch noch nicht. Da ist er. Ja, dann kann ich das nämlich als eine Folge machen dann. Aber immer interessiert, wer der... Warte mal, du bist da? Du? Und drei. Vierte. Ein unbekannter vierter Zuschauer ist da, aber okay. Nehmen wir mal die mit. Sieben Follower und 0,6 Zuschauer. Also die Zuschaueranzahl sollten wir hinkriegen, aber die Follower, da haben wir keinen Einfluss drauf. Kann ich dir leider nicht helfen. Das ist schwierig. Ne? Ja, also ich habe jetzt auch, ich sag mal, auch einen ganz schönen sag mal schnell. Ah, wie heißt es denn jetzt? Ja. Ich hab's auch verzogen, ich weiß aber nicht, wie ich es aussprechen soll. Meine Güte. Stimmt sowas. Ein Anstieg, genau. Ich habe auch ganz schön Anstieg gehabt in Einstream. Da habe ich, glaube ich, 3 oder 4 Leute dazu bekommen. Ne, also. Vielleicht liegt es auch einfach am Spiel, dass vielleicht die Teile, die du jetzt gerade machst, nicht ganz so interessant sind. Du aber vielleicht mit, ich sag mal, 7 oder 8 wesentlich mehr dazu bekommst. Ja, das wäre natürlich auch eine gute Möglichkeit. Ne? Das ist, guck mal, wie viele Spiele wir jeden Tag machen. Oder versuchen zu machen, ne? Komm, geh kaputt, fall oben, fall oben, fall oben. Und ich sag mal so, mit Skyrim und Fallout 4. Habe ich halt viele Leute dazu bekommen, die halt das sehr gerne gucken. Das sind halt auch so Projekte, wo halt sehr viele da sind. Mass Effect zum Beispiel auch. Einige da, die da durchgefolgt sind. Komm, ich fahre dich um hier. Noch Raketentürme? Nein. Ja, aber ich denke mal, es hängt auch immer am Spiel ab, oder worauf die Leute gerade Lust haben. Ja? Ist halt auch noch mal das Ganze. Ich schaue zum Beispiel ganz gerne RimWorld bei jemanden. Das gucke ich halt sehr gerne. Was war so Skyrim oder sowas anderes, was ich selber spielen kann? Die ich jetzt nicht unbedingt woanders gucken, ne? Ja, das Problem ist halt auch mal, ich sag mal, du fängst auch ein bisschen spät manchmal an, aber man darf ja natürlich auch nicht vergessen, du bist abends um, ich sag jetzt mal 5, 6 zu Hause. Dann natürlich noch was essen und du musst morgens um 4 oder ja doch 4, 5 wieder aufstehen. Na, und das ist natürlich dann auch mal ein bisschen schwierig, dann natürlich auch das im Stream dann auch zu machen. Und irgendwann ist man ja auch kaputt. Ach, das ist meine eigene. Hahaha. Oh, ich seh nix. Wo kommt er denn jetzt her? Ich höre schon wieder irgendwas, was mir nicht gefällt. Harris, warum bist du denn schon wieder down? Da ist immer ein Scharfschütze. Denn die Ara, komm mal hier rüber.
Aber ich hasse es, wenn die Gegner so nah dran kommen. Muss mal eben hier kurz gucken. Weil die kacken bei mir einmal alle weg hier. Weil wieder Scharfschützengewehr einfach kein Damage macht, und das ist halt die stärkste Waffe, die ich gerade habe. Also Scharfschützengewehr. Oh, da gefällt mir was nicht. Da gefällt mir was ganz und gar nicht. Jetzt bewege ich mal deinen Arsch darüber, bitte. Was, Omger? Ist gestorben? Ist, guck mal, da oben. Weißt du, dass der keinen Damage kriegt? Doch, jetzt ist er down. Leute, greift ihr die nicht an?